Coburg, Kronach und Lichtenfels. Drei Landkreise, eine Innovationsregion, die jetzt auch mit Glasfaser miteinander verbunden ist. Also zustande kam diese Idee, weil die Hochschule ja auf uns zugekommen ist und hat gesagt, wir planen in Kronach und in Lichtenfels Standorte und die möchten wir gerne vernetzt haben, ob wir das können, da sie ja in Coburg schon unser Kunde sind. Und da habe ich dann geguckt, wie kommt man denn da eigentlich hin? Ja, und da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten. Eine davon führt zur Deutschen Bahn. Die verfügt nämlich über ein eigenes Glasfasernetz entlang eines Großteils ihrer Bahntrassen. Vor 2-3 Jahren ist die Bahn zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser große Schatz der Glasfaserkabel entlang der Schiene für Deutschland einiges Gutes tun kann. Nämlich die Digitalisierung voranbringen, indem man die Kabelnetze öffnet, um Partnern die Möglichkeit einzuräumen, über dieses große Glasfasernetz ländliche Kreise, Kommunen, Gewerbegebiete ans schnelle Internet zu bringen. Gesagt, getan. Jetzt trafen sich die Partner zum sozusagen symbolischen Start der neuen Highspeed-Verbindung in der Mitte in Lichtenfels. Dort soll im Herbst ein Masterstudiengang für additive Fertigung starten. Letzten Endes sind wir Außenstelle der Hochschule Coburg und dann braucht es entsprechend Bums, sag ich mal, dass man das verbindet. Nee, das war ganz wichtig und für uns ist das ja ein Anfang und der kann auch nur dann wachsen, wenn die Infrastruktur da ist. In Kronach ist man schon etwas weiter. Dort gibt es den Masterstudiengang Autonomes Fahren. Ich glaube, es ist generell ganz wichtig, dass Landkreise im ländlich-peripheren Raum Zukunftsperspektiven haben. Also insofern ist der Ausbau der Verkehrswege und der Datenwege für uns eminent wichtig. Und ich bin super froh und dankbar, dass es uns heute gelungen ist, gemeinsam mit den starken Partnern an unserer Seite heute einen weiteren Mosaikbaustein zu unserer zukünftigen Entwicklung hinzuzufügen. Über die Hochschulen hinaus erhofft man sich nämlich dank der neuen Infrastruktur auch einen Schub für noch mehr Innovation und Kooperation in der Region. Das macht uns eine ganze Menge Freude und ist auch im Sinne unseres Eigentümers des Bundes ein wertvoller Beitrag für die Digitalisierung der Republik. Die SYCDACO investiert für Anschluss und Miete des Glasfasernetzes entlang der Bahntrassen in den nächsten 10 Jahren übrigens 500.000 Euro. Eine Investition, die auch Kommunen, Unternehmen und Privatleuten in der Region zugutekommen kann. Also wir haben natürlich auch die Möglichkeit, entlang jetzt dieser Strecke nicht nur die Hochschule oder die Hauptverteiler von der Telekom anzuschließen, sondern wir können uns auch an Breitbandprojekten aktuellen mit beteiligen. Die drei Landkreise mitten in Deutschland, mitten in Europa, bauen so ihren Status als Innovationsregion weiter aus.